Bist du Bo? Das ist ja ein Knaller. Wie hast du gegen Hiro gespielt, sag mal? 2-0 für ihn. Das tut mir leid. Schön. Kirby ist härter, ne? Hast du gegen Bob Target schon gespielt? Okay, dann macht jetzt mal Kevin Fittos hier. Das ist Hand Warmers. Ja, ja. Oh. Mama, wow. Konnt sie guckt das fucking Stream an? Und er wohnt 50 Meter von hier entfernt. Ich glaube, er ist bei Sarah oder so. Sie wohnen bestimmt auch 50 Meter von hier entfernt. Das stimmt. Ich denke immer, dass hier zum Klicken ist, aber das ist so umständlich. Bei mir ist es genau umgekehrt bei meinem Laptop. Ich bin völlig am Ende gerade. 2-0 für Geldjunge gegen Hiro. Ey, nicht schlecht, Geldjunge. Der ist ja ganz gut, ne? Würde ich schon sagen, aber GP spielt das sowas nicht. Du, das werde ich dir gleich mal sagen. Der ist zwischen Bob Tag und Like. Ich spiele jetzt gerade. Besser weiter, ne? Das ist ein Tomator? Du bist schon Tomator, ja. Boah, ist das aber umständlich. Also ist es eigentlich nicht, aber es macht mich trotzdem fertig. Und da ist so, du kommst ganz gut. Weil er viel übt und oft sein Müsli isst. Keep it up, Commentary, man hört euch gut. Nice. Ja, ja, voll nice. Warum bist du hier nicht hier, Sam? Wir hätten zusammenfahren können. Sam, was ist denn mit dir, ha? Wir hätten danach zusammenfahren können. Wer Zeit hat, den Stream zu gucken, der hat auch Zeit, herzukommen. Aber ich werde das in ein paar Wochen auch sein, weil ich danach kein Ticket mehr habe. Das auch machen, ja. Aber ich habe danach kein Ticket mehr. Ja, dann würde ich es erst recht. Machst du dann den Liver so, dass du dann... Ja. Das lohnt sich für mich nicht. Das lohnt sich für mich. So, jetzt ist das direkt der Stock zurück. Nee, hat Rivka leider sich im Edgeguard ein bisschen verschätzt, hat verkackt die Minotaur. Oh mein Gott, die sind näher. Mein lässt Fox einmal leben. Oh, naja, hat er schön gecovert, diesen Jump Out of Shield, weil er dachte, naja, wo soll er sonst hin? Ja, Besuch, was für schlechte Johns. Hast Besuch? Ja, hättest du den Besuch mal mitgebracht. Hättest du den vielleicht sogar noch ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen können, das ist doch geil eigentlich, sage ich mal. Das macht man doch mit seinem Besuch, oder? Oh, Kahn schön gecovert. Oh, Kahn nicht so schön gecovert. Ja, ich finde dieses Clickbait, Snapchat, Instagram Layout sehr Banane auf jeden Fall. Ich stehe nicht hinter diesem Layout, muss ich sagen. Aber das ist kein Instagram, das sind einfach Emojis. Nee, aber hier ist doch, das ist doch auf Instagram immer diese schwarze, transparente Balken. Rivka mit der geilen Kombo. Junge. Ey, bloß gut, dass wir das auf Tape haben und das ist das Edgeguard und das ist der Stock. Freunde, was passiert? Aber er hat noch so ein Dings gefressen, so ein Laser. Das ist natürlich scheiße gelaufen dann für ihn. Hat Karl eigentlich gewonnen. Ja, schon. Guck mal, seine Schicke schneller als meine, das gibt's nicht. Ja, Dusan, das ist wahr. Du musst gehen. Du musst üben. Weil du hast ja bald eine schöne neue Wohnung, da kannst du erstmal in jedem Raum mal spielen. Ich habe heute mein Setup gespendet. Ich habe kein Setup mehr. Ah, ja, okay. Also jetzt doch die Bowling-Karriere, ja? Ja. Okay. Oder das Semi-Final. Hey, Rivka spielt echt sehr Gucci. Ja, voll. Also in der Zeit, die das Match jetzt andauert, wäre ich von Kahn schon gedreistockt worden. Ich hätte schon zwei Stocks im nächsten verloren, sag ich mal. Ne? Ich will der 3-0 stehen. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber Rivka hält sich hier wirklich wacker, sag ich mal. Also Kahn, man darf nicht vergessen, Kahn liegt schon einen Stock vorne. Spielt auch sehr geduldig die Scheiße runter. Schön reagiert. Das könnte es sein. Ja, jetzt muss Schick runterkommen. Kahn lässt sie auch. Er will nicht zu sehr an der Kante rumrennen, weißt du? Er hat Angst vor Schick. Oh, das war's. Er wollte halt nicht an der Kante double jumpen, glaube ich. Aber ist es noch nicht. Was? Smash die halt. Ja. Das war schon Smash die, aber nur falsche Richtung. Ja. Den Kobobi könnte es nicht mehr egal, ich sag's nicht. Oh. Das ist es. Schönen kleinen Dash stellen vor der Haustür und dann mal gucken, ob er rauskommt oder nicht. Ne? Ganz klassisch. So, und Rivka geht zurück auf Dreamland. Weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Doch, würde ich entweder FOD oder. Also meine Wahl, es kommt ja auch ein Fox an. Ich weiß nur, Pokémon und FD sind scheiße. Alles andere ist okay. Verstehen. Aber nie gut. Ich würde Battlefield sogar ganz okay finden. Battlefield ist tatsächlich ganz gut wegen der Plattform. Ja, genau, das finde ich nämlich auch, weil die Stage ja im Prinzip zur Hälfte nur aus Plattformen besteht. Aber das war ein schöner Scheinspike. Und deswegen ist es das Matchup 100-0.
Wenn es 100 zu 0 ist, dann müsste er ja eigentlich JB 5-Stop werden. 100 zu 0 würde für mich heißen, keine Chance. Was, wenn der Gegner gerne tradet, dann ist es unmöglich. Oh, dann gibt es keine 100-0-Matchups. Wow. Außer Fallon in Beach. Natürlich. So ein Smash-Extremist muss man sein. Ja, mit Falcon kann man ja nicht traden. Der gewinnt ja immer. Sokan legt hier direkt sauber los. Wow, 50 Sekunden, zwei Stocks weg. Jetzt beide Male auch einfach so richtig ekelhaft sauber so, ich glaube, drei Openings jeweils oder so runtergespielt und das war's dann so. Das ist echt brutal, wie der das macht. Das könnte ein Stock sein. Er hat nämlich keinen Sprung mehr. Schön gemacht, schön auch schön realisiert von Rübka, dass er keinen Sprung mehr hat. Er muss da also relativ weit runtergehen, ja. Er lacht. So hat Plupp auch angefangen. Plupp hat immer gelacht früher. Oh ja, neuer Plupp. Neuer Plupp. Auch vier Buchstaben. Ja, stimmt. Ergibt auch alles keinen Sinn. Aber Plupp klingt witziger. Ja. Plupp. Aber nur wenn man Plupp, Plupp sagt. Plupp klingt ja, nicht Plupp, witzig, aber Plupp klingt viel zu ernst. Plupp klingt arschwitzig einfach. Susan, wenn du nochmal zurück in der Zeit wandern könntest und dir einen neuen Namen geben. Ach so, nee, das machst du wieder jede Woche. Ich mach okay. Jede Woche. Auch vier Buchstaben, Xara. Xara. Oder okay. Okay, stimmt, beides vier Umstanden, ist mir ja nicht aufgefallen. Ich glaube, seitdem bist du auch besser. Dieser Ballast von den zwei unnötigen Buchstaben in deinem Namen, der hat dich lange Zeit zurückgehalten. Ja, das ist eine Last. Ja. Aber irgendwie wird Rübka gefickt. Das sind mehr als vier Buchstaben. Fick sind vier Buchstaben. Fick sind Buchstaben, ja, stimmt. Fick sind Buchstaben. Oh, ich habe hier Ergebnisse. Mhm. Wie ist Ausgang? Ja. Also OB hat gewonnen? OB. Das Game hat dich Vorstock Lead, Alter. Ich hoffe, wir müssen. Vorstock Lead verlieren ist echt brutal. Sollte. So, und, hier 2-0. Und jetzt steht es hier 2-0. Ich habe 2-0 bekommen, glaube ich. So. Und wir erfahren. Julian, bist du bei dir ausgegangen? Dann musst du gegen OB spielen. Best of 5. Lemurenkönig ist scheiße drauf. Ihr Kopfhörer könnt ihr auch gucken, ob es der Lautstärke stimmt in der Kopfhörer. Ich glaube, das ach so, nee, das alles Chat gut. Hat sich nicht beschwert. Ja, die haben gesagt, man hört uns gut, hat Sam gesagt. Ja. Shoutout an Sam. Shoutout an Sam. Der nicht hier ist, hat so gut. Guck mal, jetzt hat er gemacht, was wir ihm vorgeschlagen haben. Was haben wir ihm nämlich vorgeschlagen, weil wir direkt vor seiner Nase sitzen. Ist auf Battlefield gegangen. Dummerweise mag Khan das auch total gerne auf Battlefield zu spielen. Khan mag alles. Ich weiß nicht, ob Khan so ein großer Freund von Fountain of Dreams ist. Khan nicht wurde sicher. Von einem verrückten russischen Wissenschaftler erschaffen und ist ein Monster. Ah, Khan. Er kann alles. Ist Khan so ein Ivan Drago von Rocky 4? Ja, keine Angst. Er ist die bessere Version von Mustafa, wem wir vor 10 Jahren spielen würden. Nee, auch jetzt. Wenn Mustafa herkommt, Khan wichst ihn einfach. Oh, aui. So, und der zweite Stock, diesmal in 1 Minute 10 anstatt 50 Sekunden. Okay, also Khan ist schlechter geworden. Macht wieder Fortschritte. Der erste Match war ja, hat er sich ja lange Zeit einen guten Schlagabtausch geliefert, aber wurde dann halt gegen Ende hin irgendwie nachlässiger und dann hat also Khan's Punishes wurden aber erst im zweiten Match so richtig geil. Und jetzt, ja, guck dir die Scheiße an, ey, die Nair ist so dermaßen overpowered, man glaubt das gar, wow, was für ein Arschloch. Und da ist der Stock. Ja, geil. Drei Stocks in 90 Sekunden. Ja. Das muss man erstmal nachmachen. Ja. Ja. Jetzt alles Mögliche gerade Top 8 schon. Kevin Dittus, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Oh, ist ein Forster. Kevin Dittus hat Kevin gewonnen. Ach, wow. Es wird kein Forster. Guck dir die geile Scheiße an. Ja, Mann, ab geht's. Geil. Oh, Rübka mit einem kleinen Taunt hier nochmal. Haha, Forster wolltest du mich. Oh, war das ein erster Taunt? Nee, kein erster Taunt, oder? Oder? Noch hat er keinen Schaden? Oh, jetzt, okay, kein JV. Rübka ist jetzt sicher. Jetzt kann das Comeback im Prinzip passieren. Gellium. Okay, 3-0 für Khan. Okay, jetzt können wir gleich spielen. Also Stream-Experte, du sagst, ich finde ja, dass sich Rivka ganz gut geschlagen hat im ersten Match und Khan's Punish-Game dann richtig aufgetaut ist, ne? So viel zur Analyse.
hier eine Aussage. Spielen wir jetzt? Ja, weil du so hier bedrohlich auf mich zukamst. Ich kam nicht bedrohlich. Er hasst dich einfach so. Du spielst Forks. Du lässt doch auch Forks spielen. Du spielst Forks. Forks. Schön hier. Die